Leute, Hannes von mir zu Heroes of the Storm. Wir spielen wieder Ranked-Spiele und 2v2 natürlich. Yo. Ja, Gegnerteam fängt an mit vielen. Wir spielen Drachengärten. Die steht da oben. Und ich spiele Lilly. Ah, alles klar. Okay. Ja, ich überlege, ob ich mit Diablo nehme. Weil Diablo ist ziemlich stark. Oder war ziemlich stark zumindest. Sie werden alle leiden. Komm ich nur Diablo. Illidan oder... Hat einer nach einer Abrissbirne verlangt? Geladen und entsichert. Na gut, ich muss was anderes spielen. Ich muss Illidan oder so nehmen. Nimm Healer, weil du kannst zielen. Nimm Lilly oder so. Brauchen wir einen Healer zumindest. Ja, wir können ja nicht wissen, was der nimmt. Oder warte und warte, was er nimmt. Ich folge der Stimme Eluns. Mein Hass kennt keine Grenzen. Okay. Er hat gemeint, wir brauchen einen Assassin. Dann spiele ich halt Ill. Illidan. Mal schauen, ob ich mit dem noch umgehen kann. Ich bin bereit. Die Gegner haben keinen, doch die haben Lilly. Ein Healer, aber keinen Tank. Stimmt. Die haben keinen Tank. Baller nur Bad Game. Stimmt, das heißt, ich kann die alle ziemlich gut ficken. Ja. Eigentlich schon. Auf jeden Fall, Lilly kannst ficken. Kannst eigentlich alle ficken. Weil die einfach kein Leben haben. Ja. Und du machst halt mega viel Damage. Ja, ich bin Assassine. Ja. Drachengärten, ja. Wir werden sehen. Ist so meine Map. Aber naja. Ich finde auch, der Drache bringt nicht so einen mega Vorteil. Ne, bringt gar nichts eigentlich. Aber du brauchst ihn halt trotzdem mal, weil sonst verkackst du. Ja, du brauchst ihn trotzdem, weil wenn du die ganze Zeit einfach links liegen lässt, wenn du die ganze Zeit nicht nimmst, bringt er schon was. Aber wenn man sich abwechselnd mit Drache nimmt, dann bringt er einfach nichts. Weil der Drache hält nicht wirklich sehr viel aus. Er macht keinen Schaden. Er kann Gebäude einigermaßen gut zerstören, aber das war's dann halt auch schon, ne? Ja. Wappnet euch, Helden. Das wird ein Kinderspiel. In der Tat. Alles klar. So soll es sein. Ich geh unten. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Hier ist unten. Ah, der geht auch. Was machen die da? 3, 2, geh hoch. 1. Entfessel die Wut des Drachen. Gösslow hier, aber macht mit seinem übelst viel Damage. Ja, Gösslow ist ein Tower Game. Gamer. Okay. Gösslow, okay, ich hab hier oben Lilly und Valla. Alter, der fickt mich so im Nahkampf, Alter. What the fuck? Und setzt den Drachenritter frei. Alter. Da hab ich im Nahkampf gefickt. Was? Aber ja. Nahkampf ist denn schlecht. Aber der hatte Turrets daneben stehen, oder? Also ich, nee, hat er nicht eigentlich gehabt. Ich hab keine gesehen. Er kannte aber eigentlich gar nichts. Der hat mich einfach übel gewählt, oh, der Alter. Stirbt. Wer denn? Jorik? Ja. Yep. Nein, nein. Ich konnte ihn retten. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Ich hab den hier.
Oh, jetzt kommen drei Gegner. Das erste Blut wurde vergossen. Ja, wir hatten ganz kurz. Ja. Schnell, zu mir. Ich bin noch da. Oh. Das ist schön da. So, ich bin alleine. Leoric geht gerade zurück. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall das andere Ding halten. Ich bin ja dabei. Der Leoric ist wieder da. Aber wir kommen oben bei denen nicht rein aktuell. Vor allem Lilly ist halt assi, ne? Ach du Heilige. Boah, jetzt werden wir gefickt. Kommt ihr nicht durch? Lilly, vier Leute, Alter. Ja, wir kommen gerade durch. Ich kann in 4 Sekunden wieder halb runden und dann kann ich wieder rein. Ach, vorher kann ich nicht rein. So, wir haben oben das wieder. Ja, und verloren, weil da 4 Leute waren. Vor allem mal, plötzlich. Aber ich habe halt auch wenig Leben, das ist so mein Problem, weißt du? Ja, ja, ist klar. Oh Mann, irgendjemand hat sich wieder hochgeschlichen. Nova. Nein, nicht Nova, blöderweise. Da hätte ich es ja noch verstanden, wenn ich Nova durchgelassen hätte. Okay, ich bin tot. Ich war alleine gegen dieses komische Insektenviech und Lilly gleichzeitig. Ja, alleine im direkten Kampf auf einer freien Fläche. Jawohl. Da habe ich keine Chance gegen. Aber der reicht auch nicht wirklich was mit seinem Drachenritter. Oh. Oh shit, Alter, ich hab mich fast zu ihrer Base. War echt dumm. Oh mein Gott, Alter. Wer war dumm? Nova? Nova, ja. Das ist doch gut für uns, lass Nova dumm sein. Sag hier nicht, dass sie dumm ist. Oh Mann, dieser hässliche, oh, ich baue überall Turrets, den Typ macht uns das Ding unten platt. Euer Fleisch muss das Ende ist nah. Boah. Bin weg. So soll es sein. Hab mir gedacht. Lieber riskiere ich's und töte ihn, als dass ich ihn entkommen lasse. Was macht ihr da in der Mitte schon wieder? Sterben! Big Booty Bitches Fights? Oh, Bucket! Ja, geil. Ich habe auf einmal 3 Angriffe auf einmal abbekommen. Als Illidan, gute Nacht. Da ist Nova noch. Da ist Nova noch am Tower. Oh, der hat's weggeschafft. Alter. What the fuck. Ich
Ja, ich glaube, wir verlieren unser nächstes Rank-Spiel. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Alter. Ich hab doch Attacken ohne Ende. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Hier, der obere Schrein. Versuch's. Nicht der? Nein, ich bekomme Lilly und... Weil Lilly fuckt so ab. Ja. Alter, was wir mir gerade gedealt haben. So toll, wir sterben alle. Die sind zwei Level über uns, das ist gerade unser Problem. Lilly ist so fehl. Dauern wieder alle außer ich tot nur. Und ich bin nur weggekommen, weil ich diese Unsichtbarkeitsfähigkeit habe. Wählt ein Talent. Oh, Blitzer nur Apokalypse. Apokalypse. Ich hab nicht mal gegen Lilly eine Chance, wenn die voll live ist, weil die hielt sich selber so schnell gegen. Keine Chance. Boah, Lilly, verpiss dich doch einfach. Senden wir natürlich wieder Nova hinterher und sie haben uns unser Vasallenlager gestealt. Gibt's nicht, ey. Ich dachte... Ja, verloren. Ich bin immer noch zwei Level über uns. Alles klar. Drei Level. Da wir Lilly nicht getötet bekommen, kann ich auch als Assassine nichts tun, weil die Gegner nicht Lowlife werden. Und ich als Assassine kann nur was tun, wenn die Gegner Lowlife sind. Der Stein wächst. Der Drachenritter läuft aus dem Stein. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Ich versuche uns mal zu leveln. Das letzte, was mir jetzt einfällt. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Problem ist halt Gastler und der gewinnt halt, der stellt halt die Türme auf und die Vasallen gewinnen halt gegen uns sowas sein. Ich hab halt die ganze XP. Ich hab gerade gegen vier Gegner die Flucht geschafft. Buddy joined your channel. Das war schnell genug. Servus. Servus, komm in die Aufnahme. Ah. Wir sind bald fertig. Gut, ich mute mich. Bis später. Ja, bis später. Wir haben schon wieder beide Schreine. Jetzt erledigen sie uns. Das gibt's doch nicht, ey. Warum haben wir immer so... Fuck-Teams, Alter. Alter, what the fuck? Ich komm hierher tot.
Hatte gerade full life, Fuck tot. Okay, der ist auch tot. Wählt ein Talent. Alles klar. Ich möchte dazu sagen, ich als Illidan habe übrigens die beste Spielquote. Also ich bin teambester Spieler. Und ich spiele Illidan gerade das zweite Mal, und wenn ich mit einem Char, den ich das zweite Mal spiele, teambester bin, sagt alles über das Gegnerteam. Über unser Team. Oh. Die nervt so mega. Boah, nee, der ist jetzt nicht echt weggekommen. Hört er den Drache? Ah, Leute, Leute. Ja, 5 Level. 4 Levels. Naja, wir haben es versucht. Nächste Niederlage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte diesmal nichts dafür. Das kann ich diesmal ganz sicher von mir sagen, weil Statistik hier, ich habe eine 4 zu 4. Das ist zwar für den Assassin schlecht, aber wenn man den Rest vom Team anguckt, Markus mit einer 5-2 war auch noch gut. Ja, EP-Beitrag hat mich Tyrande jetzt kurz vor Schluss doch noch überholt, aber ich bin mit 10 EP weniger als Tyrande immer noch zweitbester Spieler. Also, da braucht man nichts sagen, aber wir, unser Team Spielstärke 7 gewertet, gegnerische Spiel, Team Spielstärke 19. Ich glaube, da braucht man echt nichts mehr zu sagen. Ja. Dass wir da verloren haben, war irgendwie klar. Naja, wir sehen uns das nächste Mal in meiner Folge. Bis dahin, Servus und Ciao. Tschüss.